Er würde sich dir einen Tunnel anbieten. Ja, Ah, von einem Fritzentunnel. Der in der Antropo rauskommt und dann... So, dann können die Züge auch hier vorbeifahren und dann hier unten... Müsste es dann sicherlich noch die eine oder andere Ausweichstelle geben. Zum Beispiel hier. Das sind komische Lieder in dieser Weihnachts-Playlist hier. Wenn ich das mal so anmerken darf. So, können wir noch einen Wartepunkt hinstellen. Das ist natürlich hier bei dieser tollen Streckenführung. Ist es natürlich besonders traumhaft, sowas zu bauen. Irgendwie hier. Das kann was werden, wenn man das dann auf... zweigleisig alles umbauen. Wahnsinn. So. Vielleicht hier noch. Geht noch hier so kurz vorm Ende der Strecke. Vielleicht hier. So. Zack. Da ist eine Gleise zu viel gebaut. Das mache ich gleich weg. So, gut. Jetzt haben die schon mal eine Anbindung hier, die Passagierzüge. Kommt auch schon der erste an, der relativ voll beladen ist. Das Blöde ist halt jetzt, wenn der Zug hier lang... vielleicht müsste man irgendwie... Na gut, wir müssen jetzt mal beobachten, ob es denn irgendwie mal Stau gibt. Weil es könnte natürlich sein, wenn nämlich hier ein Zug in der Station ist, dass der dann... hier wartet und dann alles... Nee, der würde sogar, glaube ich, hier warten oder sowas. Na gut, müssen wir mal beobachten. Achtung, jetzt hier Unfallgefahr. Der Passagierzug ist schneller. Nimmt sich das Vorfahrtrecht. Nee, es hätte keinen Crash gegeben. So, jetzt wartet der hier, weil der Kohlezug jetzt hier langkommt. Hier war noch Kohle. Das dann alles hier runterzubauen. Eieiei. Wobei man natürlich dann auch schon so ein Grundlagennetz hat. Oh, hier ist eine größere Stadt mit 3000 Einwohnern. Fukushima, die kriegen jetzt erstmal eine Busanbindung. Nach Himesaki, dass sie da nicht ganz so einsam auf dieser Halbinsel leben müssen. Die Frage natürlich, wie kommt man hier rum?
Irgendwie so ist jetzt hier so mein Standardspruch mal. Geht hier eine Brücke drüber? Ich hoffe doch. Die Brücken sind alle so nicht so das Wahre, finde ich. Jetzt mal Respekt an die, die das hier gemalt haben, aber irgendwie so richtig... So, Fukushima, die kriegen halt jetzt hier die Busanbindung und dann können die halt immer mit dem Zug woanders hinfahren. Eigentlich könnte man auch hier so eine Bahnstrecke nach Matsushima bauen. Oh, neue Fahrzeug verfügbar, Serie 151, 120 fährt der. Sind noch zwei. Da müsste man hier eine Brücke drüber bauen. Da war noch eins. Könnte man das nicht auch auf Schiffe laden und dann, aber die sind ja noch ewiger unterwegs. Ich glaube, das würde schon Sinn machen, hier irgendwie weiterzubauen. Coole Idee, das Zeug alles auf Schiffe zu karren, aber irgendwie... Da ist dann wahrscheinlich die Fahrzeit so lang. Bauen wir lieber irgendwie so zwei Brücken drüber. So, hier haben wir jetzt wieder die Reisfelder. Die müssen jetzt mal so ein bisschen dran glauben, leider. Also Reis ist jetzt im Moment hier der Anbau ist ein bisschen gestört durch unsere Baumaßnahme. Subventionen, Kawatani nach Furui, kommen mir so bekannt vor. Hm, habe ich mir auch gedacht. Ah, das ist doch auch irgendwie. 4 Passagiere, 14 Passagiere, also irgendwie weitere Busse dort einsetzen. Lohnt auch nicht. So wenig Leute warten. So ist jetzt die beste Stelle zum Rüberbauen hier. Das kostet jetzt sehr viel Geld. Na gut, da kann man ja mal so eine Suspension Bridge drüber bauen. Kann natürlich sein, dass sie irgendwann mal umgebaut wird, dass da die Streckenkapazität höher wird. Aktuell zwei Zügen, die hier voraussichtlich fahren werden. Erstmal nur für die Kohle reicht das ja aus. Douglas DC-8 jetzt verfügbar. Ich glaube, bis wir die ersten Flugzeuge haben, das wird noch einen Moment dauern.
So, die Anbindung hier unten, die machen wir gleich. Ich will erstmal hier überhaupt erstmal weiterkommen. Ach Gott, man könnte natürlich jetzt auch außen rumbauen hier und sich so die Brücke sparen. Die Frage ist halt, will man das? Das hat natürlich den Reiz, dass das eine Staustelle weniger ist. Aber hier sieht das auch vom Terrain nicht ganz so prickelnd aus hier. Obwohl, wir machen das einfach mal so. Es soll ja später auch noch Möglichkeiten zum Umbauen geben, ne? Wenn wir das erstmal jetzt mal nicht ganz so perfekt bauen, dann können wir das später dann immer noch so ein bisschen umorganisieren, denn die Staffel soll ja auch nicht gleich nach einem halben Jahr hier zu Ende sein, so ungefähr. Wir haben ja Zeit. Hier muss jetzt irgendwie ein Abstieg kommen. Ach, das ist natürlich auch Schwachsinn, was wir hier bauen. Da können wir es eigentlich auch gleich hier was reinreißen. Man genießt ja auch die Weihnachtsmusik. Wenn kurz richtig Weihnachtsstimmung kommt, da nicht auf. Draußen sind 8 Grad. Statt Schnee regnet es halt nur ein bisschen. Schnee hat man, glaube ich, mal irgendwie Mitte November mal so ganz klein ein bisschen gehabt. Ansonsten.